Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen bei One Piece Folge 1097. Nachdem wir letzte Woche eine Pause hatten, geht es jetzt weiter. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was mit Dr. Vegapunk ist und was der Typ so drauf hat. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen mehr von ihm mit. Also, wir sehen uns gleich. Ciao. Oh, okay. Ja gut, das hatten wir uns schon ein bisschen gedacht, dass wir so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, um zu sehen, was damals war. Und was Vegapunk dort gemacht hat? Junge, diese Stirn. Geile Junge, Junge, Junge. Moekajino. Ohara no Sorita. Dare da, konna haikyori. Ariwa. Ist ein Riesen, oder? Ja. Und der, ach, guck mal, der war dabei. Das ist ja der von Riss Rosa. Der Dragon, oder was? Ja, da ist er. Da ist er. Bringt auch Blumen mit. Vegapunk. Junge, der mit seinem Kopf. Das ist echt hardcore. Na, anscheinend kannte den jeder. Mhm. Ja, das sind die von Dragon wahrscheinlich. Oder? Das ist der Robin mehr oder weniger gerettet hat. Also sah so aus. Ich weiß es nicht genau. Der hatte den eingeladen. Der glaubt wohl nicht daran. Und wie einfach ganze Stadt bzw. ganze Insel. Vegapunk. Ach, an dem Jahr wurde dann die Revolutionsarmee gegründet? Ja, da sehen wir es. Zu viele Informationen für Frankie. Ja, wer hat euch gerettet? Ja, das ist er. Das ist der, der Robin gerettet hat. Beziehungsweise sie entkommen ließ, nachdem er mit Kizaru gekämpft hat. Nee, Aokiji, sorry. オハラの読み解いた世界の謎は私が全てこの脳に受け継ぎ一つ聞いていいかしら全身に包帯を巻いた妙に男というのはだすぜ。ジスター今は一人だけどもよその巨人族の船長の名前はゲリシシシシシシシシシ Oh, die arme Robin.
彼は身を潜めているんだ。Oh, er lebt in ein Unterschlupf. wie die sich freut. ありがとう、ベガパンク。オハラのみんなの戦いを無駄にしないでくれて。私はすべての学問に精通している。学者のサガだよ。Junge, Lisa, beste Mann, ich höre. Ja, nur Scheiße, der Typ. Oh, was will er denn zeigen? ja, das frage ich mich auch gerade. Junge, er sagt einfach den Riesenkonkurrenz gemacht.ノミ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 ノ巨大な卵の裏側にパンクレコーズと書いてある。これがわしの脳みそ格納庫。でかすぎねえか。 Vor allem ist es einfach nur ein Stock und da drin ist ein Apfel. Guck mal, man nennt's Antenne. お前さんらベガパンクを名乗る少女に会ったろ。この島に6人おる。忍者か、無人の術か。Doppelgänger in seinem Kopf. Wow, also das ist auch krass. Der kriegt dann alles von denen mit, was die erlebt, was die erzählt haben und so. Nice.図書館を使うと思えばいいんじゃ。世界中誰でもアクセスできるようになれば、全人類が私の知識を身につけたも同然。さらに全人類で総合的にパンクレコーズをアップデートしていけば、私の脳などはるかに超越した知識の海を作ることも可能じゃ。脳はいつか Ja, das haben wir uns alle gedacht, dass du Bahnhof verstehst, Ruffy. だから父を心ない戦闘兵器に変えたんだ。ヨセバニー、このビームサーベルは失敗作。どう考えろ、そいつを殺せばどれほどのものを敵に回る。いや、ich glaube, das ist dir ziemlich egal, Jimbe. Ja, hab ich mir gedacht. さあ、父を元に戻せ。ね、父を切りなさい、バニー。今更命乞いか。違う、そのビームには。大量の虫が集まってくるんじゃ。よくます。ああ、マネー。見ろ。ルフィ、よかった、みんな無事だったのね。アクア、アクア、失神の心配しろよ。あ、ヨンガヨンガ、いや、diese Folgen ist schon gut。手に取った武器が失敗作で助かったが、ボニーは私を殺したいか。しばらくは安静にした方が良さそうだな。そういえばお前たち
最近まで和の国に乗ったようじゃん。あ、うん、カイドウに並び2匹目の竜が現れたというのは事実か。ああ、モモのことか。あれは私が人工的に作った悪魔の実なんじゃ。カイドウの血統因子から20年かけて多額の研究費を投入し作った。いや、成功だぞ。ヒー博士強いし、今や和の国の守り神だ。あれを作ったのか、すんげー。色は、あ、その竜の色はピンク。Oh man, der wollte in den Nischen Pink. Oh man.こいつは200年ほど前に聖地マリージョアを襲っていたという伝説の鉄の巨人。おお、オーケー。で、コンプター。ベガパンク。おお。Es ist der, den wir denken. Oh yeah.So Leute, und damit kommen wir zum Fazit von One Piece Folge 1097. Wir haben ein bisschen was von Dragon gesehen, wir haben ein bisschen was von Dr. Vegapunk gesehen. Wir verstehen jetzt, warum er einen Apfel auf dem Kopf hat und nicht mehr dieses Riesenhirn. Und ja, am Ende haben wir noch einen Charakter gesehen, den ich glaube schon mal gesehen habe, schon öfters. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Natürlich müssen wir jetzt wieder warten, aber ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin, ciao!